Hi, André hier für tabletblog.de. Ich bin gerade am Stand von Sony, denn hier wurde eben das Sony VarioTab 11 vorgestellt. Ist ein neues 11,6 Zoll Tablet mit Windows 8, wie ihr uns schwer an den Kacheln hier erkennen könnt. Ist ein 11,6 Zoll Display, wie gesagt, Auflösung ist 1920 x 1200 Pixel, ist also ein Full HD Display und zwar ein ziemlich gutes, auch was die Blickwinkel betrifft. Darunter haben wir den neuen Intel Haswell Prozessor, ein i5 in diesem Fall, ist bei 1,5 GHz standardmäßig getaktet. Dazu gibt es 4 GB Arbeitsspeicher und eine 128 GB große SSD. Wie bei Sony üblich wird es aber verschiedene Konfigurationen geben. Wenn man das Tablet so ab Oktober kaufen möchte, kann man dann im Sony Store auswählen, ob man mehr Speicher haben möchte, mehr Arbeitsspeicher und so weiter. Die günstigste Version wird 799 Euro kosten. Gut, gehen wir mal um das Sony Xperia, um das Sony VarioTab 11. Xperia sind ja die Smartphones. Gehen wir mal drumherum. Wir haben hier vorne eine Kamera, dann das Display, unten natürlich den Windows Home Button. Hier oben haben wir dann einen Sony Assist Button. Daneben befindet sich so eine Abdeckung. Darunter gibt es einmal einen Micro SD-Kartenslot, aber auch so wie es aussieht, zumindest bei einigen Modellen, ein Einschub für eine SIM-Karte. Es wird also offenbar auch 3G bzw. LTE-Modelle geben. Dann haben wir hier oben weiter nichts. Dort befindet sich ein Lüfter, denn auch wenn es der neue Haswell ist, Luft braucht der Prozessor trotzdem. Unter dieser Abdeckung verbirgt sich ein USB 3.0 Anschluss sowie ein Micro-USB Anschluss und ein HDMI-Ausgang. Dann haben wir einen Power-Anschluss. Hier befindet sich dann weiter nichts. An der anderen Seite sehen wir eine Wippe für die Lautstärke, den Power-Button. Und das sieht wie ein Kensington Keylock oder was anderes aus. Vermutlich ist das ein Audioanschluss, der irgendwie mit dem das hier gesichert ist. Gehe ich zumindest mal davon aus, dass hier sich normalerweise dann der Audioanschluss befindet. Gut, was haben wir noch? Vorne nichts weiter. Auf der Rückseite befindet sich aber eine 8-Megapixel-Kamera. Ist ein bisschen viel für ein 11,6 Zoll Tablet. Ob man die so wirklich braucht, ist eben fraglich, aber natürlich auch nett zu haben. Darunter haben wir so einen Standfuß hier, denn das Sony VarioTab 11 kommt optional mit einem Tastaturcover. Erinnert ein bisschen an die Touch- und Type-Cover von Microsoft. Ist aber nicht aus so einer Art Stoff wie beim Touchcover von Microsoft, sondern hier aus Plastik. Während sich das Tablet doch recht hochwertig anfühlt, gilt das ehrlich gesagt meiner Meinung nach nicht für das Tastaturcover hier. Dafür hat man eben eine vollwertige Tastatur, die gleichzeitig über Magneten wird sie hier festgehalten, gleichzeitig als Schutz für das Display dient und somit hat man quasi ein vollwertiges Netbook, Notebook oder Ultrabook, wie man möchte. Die Hardware ist ja auch entsprechend. Außerdem hat das Sony VarioTab 11 einen aktiven Digitizer integriert und es wird mit einem Stylus ausgeliefert. Den sehen wir hier. Gibt es mit zwei Buttons. Ist auch recht groß gehalten. Ist angenehm. Bei der Galaxy Note-Reihe sind die Stylus immer so mickrig. Da gefällt mir so ein dickerer besser. Der ist einfach in der Hand zu halten, vor allem für eine längere Zeit. Und damit kann man eben Notizen machen. Sony hat hier einige Apps vorinstalliert. Wie hier Note Anytime, da kann man eben damit drauf schreiben. Ist ganz praktisch, aber ein Stylus unter Windows 8 kann eh nicht schaden, denn Windows 8 ist schon allgemein auch für einen Stylus optimiert. Ihr habt eine gute Handschrifterkennung und so weiter fest im Betriebssystem integriert. Gut, das ist das Sony VarioTab 11. Ich bin Andrzej für tabletblog.de. Vielen Dank fürs Zusehen.